auf unserer Welt derzeit eine ganz, ganz schwierige Situation. 20% der Weltbevölkerung brauchen 80% Energie. Und auf der anderen Seite brauchen 3,6 Milliarden Menschen auch Energie und sie haben gar keine. Sie haben weder Licht noch Strom. The current situation in Ghana is that the bulk of the people in the rural areas are not on the grid. As a result, the children cannot even do their school and homework. Jeder, der sich mit dem Thema Energie beschäftigt, jeder, der etwas für die Umwelt tun will, jeder, der an seine Kinder denkt und seine Kinder noch in die Augen schauen können will, der muss etwas tun, der muss einfach schauen, dass wir, die das Wissen haben, die das Geld haben, eigentlich den Menschen in diesen Ländern, die gar nichts haben, eigentlich hier das Grundrecht auf Energie möglich machen. Dieses solare Lichtsystem besteht also aus den neuesten Komponenten, die es heute am Markt gibt. Bei diesem System wird eine Batterie über die Sonne, die in Afrika 12 Stunden scheint, über ein Solarmodul aufgeladen. Und von dieser Batterie können dann in etwa 16 Stunden lang 3 LED-Lampen versorgt werden, die Licht in die Häuser bringen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es wird hier ein Handy aufgeladen. Das heißt, die Leute haben hier früher 10 Kilometer Weg auf sich nehmen müssen, um überhaupt das Handy aufladen zu können. Also ich glaube, wenn wir das nicht zustande bringen, wir auch von den reichen Ländern und von den Institutionen, dass wir den ärmsten Armen hier diesen quasi Luxus von Licht zugänglich machen, glaube ich, dann steht es eigentlich um unsere Welt sehr schlecht.